Wie ist euch danach? Mein Herz klopft. Also das war besser als Star Wars. Ja, wow. Es ist das, was sich wahrscheinlich jede werdende Mutter und auch hoffentlich jede werdende Mutter für sich selber und für ihr eigenes Kind wünscht. Eine natürliche Geburt. Logischerweise ist auch bei mir durch die Schwangerschaft erst dieser Wunsch entstanden oder das Interesse. Aber auch die Jahre danach wurde es mir immer mehr und mehr bewusst, was für eine große Rolle es doch spielt, auf welche Art und Weise wir die Welt zum ersten Mal betreten. Zum ersten Mal sei dahingestellt. Und mir wurde auch bewusst, dass ich würde fast sagen, alle, die hier sitzen, ein großes Trauma aus den Erlebnissen ihrer eigenen Geburt davongetragen haben könnten. Von unserem nächsten Redner habe ich bereits einige großartige Vorträge gehört und ich freue mich sehr, ihm auch heute wieder zuzuhören, wenn er vom Zauber der natürlichen Geburt erzählt. Herzlich willkommen, Frank Robert Belewski. Herzlich willkommen, Ricardo. Der Typ von vorher wieder, der macht noch eine Anmoderation. Einer der Hauptgründe, warum ich das alles machen kann, warum ich diese Dinge weiß und warum ich da stehen kann, wo ich stehe. Ich hatte eine Geburt, wie der Mann, der jetzt kommt, sie beschreibt. Ich wurde gleich auf den Bauch der Mama gelegt. Nur Menschen um mich, die mich geliebt haben. Ich wurde bewusst ins Leben gerufen, Nabelschnur auspulsieren lassen und viele andere Dinge. Und es soll niemals ein Vorwurf sein an jene, die das nicht so machen konnten. Es geht immer nur darum, was machen wir ab jetzt besser. Und ich bin auch jetzt gefragt worden und die ganzen letzten Jahre, wie können wir die Welt verändern? Ich bin nicht reich, ich habe keine Milliarden. Es gibt drei große Punkte. Natürliche Geburt, gesundheitliche Themen und Schule. Das sind da, wo die großen Traumen kommen. Und eines der wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste, ist das Erste. Das ist wieder Schritt in das Leben hinein. Wenn der mal richtig gut ist, wenn ich da eine stabile Basis hineinbekomme, wirft mich das Leben fast nicht mehr um. Und ich weiß, es ist jetzt ein Mann, der darüber spricht hier, und es ist noch ein Mann, der über dieses Geburtsthema spricht. Es gehören zwei dazu. Die Frau ist die, die das Kind im Bauch hat. Aber es ist verdammt nochmal die Rolle des Mannes, sie in dem Zeitpunkt zu beschützen, das Nest zu hüten, sie zu stärken, ihr den Rücken frei zu halten, in dieser Zeit, wo sie verletzlich ist wie noch nie im Leben. Und ich kenne keinen in Europa, der so gut über diese Themen sprechen kann wie Frank Robert. Er war auch derjenige, der meine Freundin, die einen eigenen Kanal dazu hat, immer gesucht hat, was mache ich im Leben. Er hat sie so inspiriert nach seinem ersten Video, was sie gesehen hat, dass sie selber mittlerweile auf die Bühnen geht zum Thema natürliche Geburt. Er war eine ganze Woche bei uns, wir haben viel miteinander Zeit verbracht. Das ist ein wunderbarer Mensch, der euch dieses Thema näher bringen wird. Und ich darf euch bitten, Ohren auf, es ist eine riesige Möglichkeit, die Welt zu verändern und einen riesen Applaus für den tollen Redner und meinen Freund Frank Robert. Ja, also, vielen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Hallo? Bin ich jetzt an? Nein, immer noch nicht. Hallo? Jetzt? Nein. So laut kann ich nicht reden, das sind alle verstehen. Handmikro. Hallo? Handmikro. Aber nur für ein paar Minuten, weil ich brauche meine Hände. Hast du vielleicht Hose ausgemacht? Test. Ich bin heute an für meine Hose. Der ist an. Kanal 6. Ich war es nicht, ich schwöre.
Jetzt hallo. Yeah, hallo. Oh mein. Das ist ja ungewohnt. Ja. Okay. Ja, herzlich willkommen, dass ihr da seid zu dem, ich glaube, emotionalsten Thema auf diesem Planet. Und ich denke, wir werden hier auch Emotionen haben heute, mit Sicherheit, weil der Ricardo hat es schon angekündigt. Das ist mehr oder weniger ein Thema, was uns alle berührt. Also jeder von euch ist geboren worden eines Tages. Ist jemand hier im Raum, der nicht geboren wurde? Und ich wollte eine schöne Vorlage, die ich von Jana Iger bekommen habe, ist, die Frage taucht ja auf, ist Jesus vom Heiligen Geist gezeugt oder von Mutter Maria und Josef? Und ich kann euch versichern, der ist genauso gezeugt worden wie jeder einzelne von euch hier im Raum. Mit Mama und Papa, mit rein und raus und dann anschließend geboren, nach 9 Monaten Schwangerschaft, definitiv. Und ich sage euch noch ein Geheimnis, er war Hausgeburt ungeimpft. Und schaut, was dieser Mann erreicht hat. Er hat uns eine wichtige Botschaft mitgegeben, also ich bin kein Bibelmann, aber da stehen schon ein paar kluge Sachen drin. Er hat gesagt, ihr werdet das Gleiche tun wie ich und mehr. Was hat der Mann getan? Er hat die Welt in Flammen gesetzt. Und genau das möchte ich, dass ihr hier rausgeht und die Welt in Flammen setzt, weil das nützt nichts, wenn wir hier reden, die ganzen Redner, und ihr nichts tut. Ich weiß, dass ihr was tun werdet, sonst wärt ihr nicht hier. Und ich werde euch ein paar Sachen an die Hand geben, wie ihr anschließend die Welt mit diesem Wissen über Geburt in Flammen setzt. Der Ricardo hat mir immer empfohlen, ich soll mal einen YouTube-Kanal machen, den habe ich nicht. Und ich dachte mir gerade, als er gesagt hat, Mensch, das wäre doch ideal, da könnte man eine Videoanleitung geben, wie man Kinder zeugt. Ja, das ist, ihr lacht zwar, aber wir haben momentan 60% und wahrscheinlich sind es mehr Kinder auf diesem Planeten, die werden per Gewalt gezeugt. Das ist ein Riesenthema. Und wir hatten das ja auch vom Carsten, der hat ja auch gesagt, es ist wichtig, dass wir die Zeugung anschauen. Ja? Ich habe jetzt nur 1 Stunde Zeit. Normalerweise ist es ähnlich wie mit Ricardo, brauche ich einen ganzen Tag, um da überhaupt mal ein Thema anzuschneiden, von dem, was Geburt betrifft. Und dieses Thema Geburt wird meistens nur angeschaut aus der Sicht dieses physischen Aktes, ja, die physische Geburt. Aber Geburt ist viel mehr. Geburt fängt schon ein Jahr vor der Zeugung an. Wenn die Kinder sich entscheiden, sie wollen in die Welt, da haben die meisten Menschen überhaupt keine Vorstellung, was da abläuft. Weil das Wissen uns genommen wurde, dieses ganze Spirituelle. Mir hat eine meiner Lieblingshebammen, als ich ein Praktikum gemacht habe in der Klinik, die hat mit mir nächtelang gesessen und die hat mir gesagt, Frank Robert, du musst einfach raus mit dem Thema, auch wenn du ein Mann bist, lass dir das nicht nehmen. Es ist wichtig, dass wir über die Dinge sprechen und meine Aufgabe ist nicht, an dem Weib oder an der Frau dran zu sein bei der Geburt. Ich habe zwar ein Praktikum als Geburtshelfer, aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich bin auch keine Hebamme, auch wenn ihr mir vielleicht nicht glaubt, was ich euch halt erzähle in den nächsten 45 Minuten. Das macht nichts. Ich habe genug Erfahrung gesammelt in diesen 3 Monaten Praktikum und da hat sich nichts geändert in den Kliniken. Das ist eher schlimmer geworden. So, und mir geht es eigentlich in erster Linie darum, diesen spirituellen Aspekt euch rüberzubringen. Was heißt eigentlich das, wenn wir Kinder auf diese Welt bringen? Und wir haben eine wer von euch ist schwanger? Ich weiß von ihr. Noch jemand schwanger? Wow. Ist jemand hier im Raum, der noch schwanger werden will? Was? Leute, da müssten die Hände hochfliegen. Ich frage am Ende vom Vortrag nochmal. Wir werden in die Praxis gehen, ich sag's euch. Du, super, noch hier, jawohl, 2. Hat sich schon gelohnt, hier zu sein. Für euch beide und für dich. Und ihr anderen, ich frage euch, wer von euch bereitet seine nächste Geburt vor? Super, eine. Hey, ich hatte mal eine Frau, die war 93, die saß bei mir im Seminar und ich habe sie irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, warum setzen Sie sich mit 93 Jahren, habe ich vorher herausgefunden, dass sie 93 ist, warum setzen Sie sich zu irgendeinem verrückten Typen in einen Vortrag und lassen sich was von Geburt erzählen?
Da ist sie aufgestanden, hat gesagt, sie bereitet ihre nächste Geburt vor. Jetzt frage ich nochmal, wer von euch bereitet seine nächste Geburt vor? Hey, super, da haben wir schon mal ein paar mehr Arme. Und das ist wichtig, dass ihr das realisiert. Das Thema betrifft uns alle. Ich habe einen Telegram-Kanal zusammen mit einer wunderbaren Frau, der heißt Geburt geht uns alle an. Und glaubt nicht einen Moment, wenn ihr hier sitzt und denkt, ich habe damit nichts zu tun. Ihr habt in dem Moment damit was zu tun, wenn ich euch ein paar Sachen sage, die euch möglicherweise komische Gefühle hochkommen. Ja? Wir haben ja alle ein Geburtstrauma und ich habe mein Trauma auch und ich habe mein Trauma geheilt durch die Arbeit, die ich hier mache, jetzt seit fast 28 Jahren. Ich gebe euch noch eine Botschaft mit, alles ist heilbar. Ich hatte ein wunderbares Gespräch oder wir haben noch zusammen eine Arbeit heute. Diese Kaiserschnittgeschichte, das ist ein heftiges Thema und ich weiß nicht, ich werde es nicht fragen, wer per Kaiserschnitt kommen ist. Wir werden heute Abend die positiven Dinge anschauen. Ja, ich kann euch stundenlang erzählen über Dinge, die nicht gut laufen. Dann geht ihr heraus und seid frustriert. Das ist nicht die Idee. Das ist gut, das zu wissen, aber das bringt euch keinen Schritt weiter. Ich will euch ein bisschen was von der Idee vermitteln, was das heißt, ein Kind auf die Erde zu holen. Das ist jetzt immens wichtig. Das ist eines der wichtigsten Themen auf diesem Planeten. Die Kinder, die jetzt reinkommen. Und deswegen habe ich über Meister Jesus gesprochen. Der wird immer in den Himmel gehoben. Natürlich war er ein großer Lehrer. Jetzt kommen Millionen von dem Kaliber. Die brauchen unsere Unterstützung. Wir brauchen Eltern, die sich hinstellen und die Kinder schützen. Wir brauchen Männer, die anfangen zu stehen für ihre Kinder. Und ich bin dankbar, dass ihr zwei hier seid, weil das ist ein Sieg, allein, dass ihr euch hinsetzt und zuhört. Oder hinhört, haben wir ja gelernt, hinhören. So, und die Arbeit bedeutet für den Mann, also es gibt ja diesen wunderbaren Satz aus diesem Buch, das ist eins meiner Lieblingsbücher, wenn ihr werdet es nicht mehr bekommen, ihr müsst suchen danach, es ist verboten, die Macht der Mütter. Wer hat das Buch zufälligerweise schon mal gelesen, außer meine Frau, da weiß ich es, ich habe sie jetzt geschenkt zum Geburtstag. Da steht jeder Satz ist Feuer hier drin, sage ich euch. Da steht ein Satz drin, der hat mir wirklich Mut gemacht. Wenn die Männer aufhören, ritterlich zu sein, stirbt die Freiheit. Wenn ihr, die hier sitzt, und hier sind viele Männer, ich bin dankbar, dass ihr alle da seid, ihr Männer und auch ihr Frauen. Wenn die Männer aufhören, ritterlich zu sein, stirbt die Freiheit. Wenn die Mütter aufhören, mütterlich zu sein, stirbt die Menschheit. Macht euch das bewusst, bitte. Und wir haben die Situation, und ich habe mich vor 2 Tagen, das war die beste Vorbereitung für diesen Vortrag hier, habe ich mich mit Anna Löhnhoff getroffen. Wer kennt die Frau? Anna Löhnhoff ist die Hebamme, die verurteilt wurde zu Unrecht und 5 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Das ist nicht lustig, weil die Frau hat ihren Kopf hingehalten für eine ganze Berufsgruppe und sie ist verurteilt worden zu Unrecht. Und dieses System ist so korrupt, was die Geburt betrifft, da haben die meisten Menschen keine Vorstellung. Und wir, die hier sitzen und alle, die mit dem Thema zu tun haben, sind die einzige Chance, dass wir, die Erwachsenen, jetzt zusammenkommen und dafür sorgen, dass die Geburt, und dafür stehe ich, wieder in die Hände der weiblichen Kraft zurückgeführt wird. Das ist der Schlüssel für unsere Zukunft. Weil wenn wir das nicht schaffen, dass die Frauen wieder die Macht über die Geburt haben, ihr Mütter, die ihr noch schwanger werden wollt, oder vielleicht überlegen sich ja noch die eine oder andere Frau, die noch ihre Tage hat, ja, da braucht es ja auch ein bisschen physiologische Voraussetzung, noch schwanger zu werden. Es gibt einen akuten Elternmangel hier auf dieser Erde. Eltern, die wirklich Verantwortung übernehmen. Das haben wir von dem wunderbaren Herrn Hubni. Ja, der hat gesprochen über Beziehungen, das war eine Steilvorlage für mich. Ja, wir sind in Deutschland das Land mit den meisten alleinerziehenden Eltern oder Müttern oder Vätern der Welt. Der deutschsprachige Raum, ja. Und es ist immens wichtig, dass wir verstehen, was hier abläuft über dieses ganze Thema Geburt. Und ich werde einen Kurzdurchflug machen. Ja. Wir können zu jedem Thema, was ich anschneide, können wir einen ganzen Tag reden. Meine Aufgabe ist, euch nur eine Idee zu geben von dem, was an dieser Geburt dranhängt. Na?
Jetzt habe ich hier, ich habe tatsächlich mich entschieden, ein paar Folien da reinzubauen. Ich wollte eigentlich ohne Folien arbeiten. Wie mache ich das hier nochmal? In die Richtung. Ah, genau. Und, oh. Wie geht das? Halt. Macht er nicht. Kann mir jemand helfen dabei? Der piept nur. Okay, wir lassen das mal weg. Gut, also diese spirituelle Dimension der Geburt, die bezieht sich nicht auf diese physische Geburt, sondern auf 21 Jahre. Eine Geburt läuft 21 Jahre und der physische Akt ist nur ein Ausschnitt, ein kleiner Ausschnitt von der Zeugung bis zum Ende der Geburt. Und die Geburt endet, wenn die Kinder auf der Brust liegen bei der Mama und die erste Muttermilch in die Zunge berührt des Babys, dann wird die Adrenalinproduktion eingestellt und ist die Geburt beendet. Und dann fängt der nächste Zyklus an. Und wir schauen uns diese fünf, wir haben insgesamt in den 21 Jahren fünf Geburten, das nennt man Matrixwechsel. Matrix steht für Mutter. Matrix ist immer ein weibliches Prinzip und diese Matrix ist der Schlüssel für ein Verständnis, diese Matrixwechsel für das, was bei der Geburt abläuft. Ja? Und jeder Lebensstrom entscheidet sich ein Jahr vorher, hier auf die Erde zu kommen und trifft sich mit seinen Eltern. Ob ihr das glaubt oder nicht, sei dahingestellt, nehmt es einfach mal an. Und dann kommt irgendwann die Zeugung. Geht es jetzt? Welchen Knopf nehme ich hiervon? Den rechten. Okay. Das heißt, ihr habt einen Wechsel von der geistigen Welt in die physische Welt. Das ist ein Riesenkraftakt für so einen Lebensstrom, ja? Für einen Menschen. Der Mensch ist ja geistig. Wir haben ja schon festgestellt, da sind wir uns alle einig. Und wir wohnen in einem physischen Körper. Und das Abenteuer Geburt ist, von der geistigen Welt als geistiger Lebensstrom in diesen Körper hineinzuwachsen. Und dazu braucht es gewisse natürliche Vorgänge. Und diese natürlichen Vorgänge, die werden wir jetzt im Schnelldurchgang anschauen. Na? So, und der erste Schritt ist die Zeugung. Und ich hab selber keine Kinder. Meine Frau, die sitzt da, wir haben aber zweimal erlebt, was das heißt, die Zeugung zu spüren, dass der Lebensstrom reinschlüpft in den Körper. Das ist eine unfassbare Energie, die ist so hart von, ich kann darüber reden, weil ich habe es erfahren, aber wir haben es nicht geschafft, ein Kind zu zeugen. Das hat physiologische Gründe und heute wissen wir, es ist gut, wie es ist. Wir haben beide mit Kindern zu tun, wir haben beide mit viel, viel Arbeit, meine Frau ist Spezialistin für den Schutz vor digitalem Einfluss, also diese Medien, ist ja auch ein Thema, wo viele mit verführt werden, viele Kinder. Und die Zeugung, das ist so, wenn ihr dann miteinander schlaft, ja, das ist ja ein natürlicher Vorgang, den beherrscht jeder, da werden wir nicht drüber reden. Aber die Lebensströme, die stehen im Raum und feuern euch an, dass das passiert, damit die wollen, dass ihr das spürt. Und der stärkste Kontakt, die Bindung fängt da an, wenn ihr spürt, dass ihr schwanger seid, weil dann habt ihr sofort eine Verbindung zu diesem Lebensstrom, der da reinkommt. Und ihr wisst nicht, wer da reinkommt. Das gibt eine alte Weisheit. Du weißt nicht, wer im Körper eines anderen wandelt. Ich weiß nicht, wer du bist. Wenn du mir deinen Namen sagst, weiß ich zwar, wie du jetzt heißt, aber ich weiß nicht, wer in dir wohnt. Welche Kraft da drin steckt. Das kann sein, dass einer von euch, ohne jetzt hier jemanden zu nahe zu treten, Goethe hat in sich, trägt, ja? In seinem Körper, das Bewusstsein von Goethe. Hey, einen kleinen Ausflug in die Bildung. Was wollt ihr denn bitte einem Goethe in der Schule beibringen? Der hat den ganzen Quatsch schon durch und hat Sachen gemacht, wo die meisten von überhaupt keine Vorstellung haben. Müssen wir noch verstehen, was der Mann bewegt hat? Ja? So, und deswegen ist es wichtig zu wissen, ihr wisst nicht, wer im Körper eines anderen wohnt oder lebt. Schaut euren Nachbarn an. Guckt einfach mal nach links oder rechts und sagt danke, dass ihr da seid. Ihr wisst nicht, wer da neben euch sitzt, welche große Seele möglicherweise. Ja? Und es geht darum, dass wir ein Bewusstsein dafür kriegen, für unsere Kinder, die mit denen wir zusammen leben und den Respekt davor entwickelt, wer da in diesem kleinen Körper wohnt.
Und ich kann euch sagen, da kommen Kaliber rein, die wollen die Welt retten, die wollen die Welt verändern. Ricardo hat mir erzählt, die ganzen Kinder, die er gefragt hat, eins der wichtigsten Themen, was sie ihm vermittelt haben, sie sind gekommen, um die Welt zu verändern. Und die brauchen unsere Unterstützung. Und zwar von Anfang an. Und wenn ihr ein Kind empfangen habt und das spürt und dann eine Schwangerschaft habt, die einigermaßen in Frieden läuft, in Harmonie, das ist gar nicht so einfach heute als Mutter, bei der staatlichen Unterstützung, die wir haben, nämlich dies gleich null. Im Gegenteil, ihr werdet noch malträtiert mit allen möglichen Maßnahmen. Ja. Dann habt ihr schon mal, wenn die Schwangerschaft einigermaßen durchkommt, dann eine super Voraussetzung. Und dann kommt der nächste große Schritt, ist die Geburt. So, und da wird natürlich bewusst manipuliert, weil der Ricardo hat es gesagt, Brechen des Bandes bei der Geburt. Dann kommt die Impfung aller Art und dann kommt die Schule. Und spätestens, wenn sie bei der Impfung noch nicht geschafft haben, spätestens die Schule bricht euch. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Nach der Geburt sind 98% der Kinder hochbegabt. Nach der Schule nur noch 2%. Das ist ein klares Indiz, dass die Menschen gebrochen werden. Und zwar voll bewusst. Ich sage das so, wie es ist. Ja. Und wir Erwachsene sind verantwortlich dafür, was mit unseren Kindern passiert. Die Kinder haben keine Chance, sie haben keine Wahl. Natürlich gibt es karmische Belastungen, die Kinder mitbringen. Aber hey, wenn die Kinder eine vernünftige Schwangerschaft und eine Geburt haben und eine Kindheit, wo sie begleitet werden, dann löst sich das Karma schon, ohne dass wir das merken. Nämlich genau darum geht es, dass wir Mütter, ich sage jetzt nicht wir Mütter, sondern die Mütter, wir als Mannschaft, als Frauschaft, als Weibschaft, dass wir uns dieser Macht der Mütterlichkeit bewusst werden. Du bist als Mutter verantwortlich für alles, was jetzt passiert und der Papa gleich mit. Und das ist, der Carsten hat es angesprochen, ich weiß nicht genau, nee, der Herr Rubni, das ist eine Verantwortung für die nächsten 20 Jahre, 21 Jahre mindestens, bei einem Kind. Ja? Und um die Zahl 9 nochmal ins Spiel zu bringen, ich habe eine Frau kennengelernt, die hat 9 Kinder. Ich kenne Familien mit 11 Kindern. War eine Frau, die hat 16 Kinder. Die saß mit ihrem 14. Kind bei mir im Vortag und habe sie gefragt, sag mal, wieso setzt du dich, wie mit der 93. Frau, wieso setzt sich eine Frau mit 41 Jahren, 14. Kind, in einen Vortrag von einem Mann? Und die hat zu mir gesagt, sie wollte wissen, ob sie richtig liegt, weil sie hat alle 13 Kinder vorher auf die Welt gebracht. Und sie wurde angefeindet vom ganzen Dorf. Dafür, dass sie das gemacht hat. Und sie wollte einfach nur mal hören, ob sie richtig liegt. Und sie hat mir mit Tränen in den Augen gesagt, hey, vielen Dank, dass du mir das bestätigt hast. Und die hat anschließend noch 3 Kinder bekommen, weil sie so begeistert war. So, das heißt, die Kinder suchen euch aus. Die suchen sich die Stadt aus, sie suchen sich das Land aus, sie suchen sich die Eltern aus und die Bedingungen. Weil sie wollen ja da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und meine Hebamme hat zu mir gesagt, die natürliche Geburt werden wir nur verstehen, wenn wir die Reinkarnation in unser Leben zurückholen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die uns die katholische Kirche genommen hat. Das spirituelle Wesen von Reinkarnation. Wenn das morgen um 20 Uhr verkündet werden würde, dass Reinkarnation wieder normale Alltagswesen sein würde, wir hätten innerhalb von einer Generation eine komplett andere Gesellschaft. Weil jeder wäre sich bewusst, dass er verantwortlich ist für das, was er tut oder für das, was er nicht tut. Das ist immens wichtig, dass wir das wirklich einbrennen in unser Bewusstsein. Und ihr müsst daran gar nicht glauben, an Reinkarnation. Das funktioniert sowieso nicht. Entweder ihr wisst es oder ihr wisst es nicht. Da gibt es nichts zu glauben. Das ist das Gleiche, wenn ich euch frage, ob ihr glaubt, dass morgen früh die Sonne aufgeht. Die geht auf. Ob ihr daran glaubt oder nicht, spielt keine Rolle. Und so ist es mit vielen Dingen. Ja? Dann kommt die Zeugung, die haben wir schon gehabt, und dann kommt diese wunderbare erste Matrix. Das ist die Uterusmatrix. Das sind die 9 Monate plus die Geburt, wo ihr sozusagen geprägt werdet für einen Rest eures Lebens. Na? Und ich sage ein bisschen was zu mir noch kurz, damit ihr auch versteht, warum ich hier stehe. Ich bin Karosserie- und Fahrzeugbauer, ursprünglich von meinem Beruf. Und das ist ganz gut. Ich habe am Anfang immer gedacht, hey, damit kannst du dich ja nicht auf die Bühne stellen mit dem Beruf und was über Geburt erzählen, das geht ja gar nicht. Na? Ich habe dann Sport studiert und an der Sporthochschule bin ich zu dem Thema gekommen, aber irgendwann ist mir klar geworden, jeder Handwerker hat mit Zeugung zu tun, mit Schwangerschaft und mit Geburt. Nämlich, wenn ihr eine Idee habt, und ich habe hier
ein wunderbares Beispiel, das ist nämlich eine Meisterleistung, handwerklich sowas herzustellen hier. Das ist weibliche Intelligenz. Das ist ein Hörrohr, mit dem ihr alles abhören, wenn ihr mit Geburt zu tun habt. Wer von euch ist Hebamme? Wie viele Hebammen haben wir hier? Eine. Eine Hebamme. Wow. Vielen Dank. Sie ist übrigens eine. Und die Idee von so einem Hörrohr, das war ja, irgendwann gab es ja mal den ersten, der sowas gemacht hat. Der hatte eine Idee. Das ist die männliche Kraft. Die Idee ist die männliche Kraft. Das umzusetzen, das Handwerk, alles, was du dafür brauchst, und das Training, was da dran hängt, ist die weibliche Kraft, das Herstellen. Und das haben wir in uns, wir sind die Kraft. Der senkrechte Balken ist die männliche Kraft. Die waagerechte ist die weibliche Kraft, die einhüllende Kraft. Und in der Mitte, da ist die Liebe, da habt ihr euer Herz. Wir sind die Krone der Schöpfung, genau deswegen, weil wir vereinen in uns die Kraft von Mann, weiblich und männlich, und wir sind sozusagen das Ergebnis, wir sind die Liebe. Und was ich hier in der Hand habe, ist Liebe. Das Produkt ist die Liebe, egal was ihr herstellt. Ob das der Stuhl ist, auf dem ihr sitzt, die Klorolle, die ihr benutzt, es spielt keine Rolle. Es ist alles die Liebe, und das nennt man vom, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, der Christ hat darüber gesprochen, das fand ich sehr schön, im Kristall steckt er drin, der Christus, wir sind der Christus. Und der Christus ist Liebe, Weisheit und Kraft, das sind die drei Kräfte. Das ist die Trinität der Natur, und das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern bewahren müssen. Die kommen auf die Welt und sind eins damit. Und wenn ich davon spreche, dass Kinder gebrochen werden, dann ist genau das, was passiert. Sie werden gebrochen. Sie werden abgetrennt von ihrer Göttlichkeit. Das nennt man Entbindung. Deswegen ist die Sprache so wichtig. Schmeißt das Wort Entbindung aus eurem Wortschatz raus. Auch wenn ihr, wer hat von euch hat schon Kinder, die jetzt möglicherweise selber bald Mutter werden, also sprich die Omas und Opas, die hier sitzen. Ah, da gehen schon die Hände hoch. Das heißt, ihr könnt von dem Wissen, was ihr heute mitkriegt, das mit euren Kindern teilen. Weil die Enkelkinder profitieren davon. Die ganze Welt profitiert von dieser Gedankenform, die sich hier auf diesem Kongress aufbaut. Das kann ich euch versichern. Das ist eine Kraft, die hier frei wird. Das ist eine Symphonie von den ganzen Referenten, das müsst ihr wissen. Und da bauen sich Kraftfelder, wir bauen ein Kraftfeld auf, eine Gedankenform, und die wird in die Welt getragen. Glaubt nicht einen Moment, dass das Wissen hier verschwindet. Das bleibt im Äther und geht raus in die Welt. Und ihr tragt es bewusst mit hinaus in die Welt. Das ist die Aufgabe. Und sucht euch euer Thema raus. Ja? Es geht ja immer darum, welche Bestimmung habt ihr. Ich habe mir niemals träumen lassen, dass ich hier irgendwann mal stehe und Vorträge halte über natürliche Geburt. Ich war mit Hochleistungssport beschäftigt mein halbes Leben. Und ich habe davon leben können und ich habe eine Menge bewegt, aber nur für mich. Und ich gebe es euch mit auf den Weg. Der beste Weg der Selbstheilung ist, wenn ihr anderen Menschen helft und sie führt auf den Weg. Und das nennt man Dienst. Den Dienst am Mitmenschen ist der schnellste Weg der Heilung. Ihr könnt euch nicht zurücksetzen und nur an euch denken. Nein. Der schnellste Weg, wenn ihr gesund werden wollt, ist, indem ihr anderen helft, gesund zu werden. Das ist ein Naturgesetz. Gib und dir wird gegeben. Fertig, so einfach ist es. Und deswegen stehe ich hier, ich gebe euch einfach nur Wissen. Eigentlich dürfte ich darüber gar nicht reden. Das ist das Normalste von der Welt, Geburt. Jede Frau hier im Raum und jeder Mann, der möglicherweise schon mal als Frau da war, weiß, wie Geburt geht. Jede Frau von euch weiß das. 100%. Ihr habt das Wissen in euch. Definitiv. Ich habe eine Mutter gehabt mit ihrem Mann, die waren beim Seminar, die haben sich 2 Stunden vorher entschieden zu kommen. Die hatte so eine Angst vor diesem Seminar. Die hatte Angst vor dem Seminar, die hatte Angst vor Krankenhäusern. Sie war eine pure Angst, die Frau. Und sie hat sich den Mut genommen, weil ihr Mann gesagt hat, komm, lass uns da hingehen. Und am Ende hat sie eine fantastische Hausgeburt gehabt, wo sie sich hätte nicht träumen lassen können. Warum? Weil sie einfach nur die Dinge umgesetzt hat, die in ihr sind. Und ich habe sie nur daran erinnert. Mehr habe ich nicht gemacht. Und das Zweite, was ich ihr mit auf den Weg gegeben habe, und das möchte ich, dass ihr das bitte in euch einbrennt. Hier war schon, ich weiß nicht, wer, ich glaube, der Carsten war, der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt. Na? Die warten darauf, dass wir für sie da sind. Es gibt die alte Weisheit, Gott braucht einen Körper. Die Gottheit oder wer immer da ist, die Naturwesen, die Meister, nennt sie wie ihr wollt, die können nichts machen ohne uns. Die brauchen uns mehr als wir sie.
Die meisten warten auf irgendeinen Erlöser. Nein, der wird nicht kommen. Ihr seid diejenigen, aber die helfen uns, wenn wir sie rufen. Und ich habe dir mitgegeben auf dem Weg, arbeite mit Mutter Maria. Und wenn ihr mit Geburt zu tun habt, ich kann dir das nur ans Herz legen, arbeitet mit Mutter Maria. Sie ist diejenige, die ist die Spezialistin für Geburt. Wenn eine weiß, wie Geburt geht, das ist ihr Amt, was sie ausführt. Sie ist verantwortlich für alle Geburten. Für alle Kinder von 0 bis 11, sie stehen unter der Obhut von Mutter Maria, ob ihr es glaubt oder nicht. Und wenn ihr das bewusst anwendet, dann werdet ihr eure Erfahrung machen, zu 100%. Ich mache das seit 28 Jahren. Mutter Maria ist eine Freundin von mir. Ich arbeite mit ihr ganz normal, so wie ich mit euch, mit meiner Frau lebe. Nur der Unterschied ist, sie hat keinen Körper, sie ist nicht da. Physisch nicht da, aber sie ist trotzdem da. Und wenn ihr das verinnerlicht, dann werdet ihr eine erfolgreiche Geburt haben. Das geht nicht anders. Und ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert hat. In dem Moment, wo ihr für Gott steht und mit Gott zusammenarbeitet, ihr könnt auch Mutter Erde rufen, das spielt keine Rolle, sie ist genauso da. Ruft die Mütter aus der geistigen Welt und euch wird geholfen. Fertig. So. Und das sind dann die Wunder, die passieren. Die meisten Menschen wünschen sich immer Wunder. Ja, dann müsst ihr sie kreieren. Kreiert die Wunder. Ich habe Wunder erlebt, sobald die Erzengel oder die Engel da im Spiel sind, da ist Schluss, da kann der menschliche Verstand nichts mehr machen. Da ist einfach, weil die Energie toppt alles, wenn ihr mit Mutter Maria zusammenarbeitet. Die hilft euch dadurch. Und es gibt so viele Interventionen. Die erste Intervention, die Mütter bekommen, ist diesen blöden Termin, Geburtstermin. Hört auf damit, also die noch schwanger werden wollen. Lasst euch niemals einen Termin geben. Das ist die erste große Intervention. Das entspringt aus dem menschlichen Verstand. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Natur braucht keine Termine. Wir haben es jetzt gehört, die Zeit ist eine Illusion. Wer sich hinstellt und glaubt, einen Termin festzulegen, da müsst bei euch sofort die Alarmglocken läuten. Ja? So. In der Schwangerschaft werden die Geburtsprogramme festgelegt. Das sind Programme, da kann ich nur kurz drauf eingehen, das ist ein Riesenthema. Die Kinder müssen, wenn die Babys, wenn sie geboren werden, die müssen umstellen auf eigene Atmung, eigenen Herzkreislauf, eigenen Stoffwechsel, eigene Temperaturregelung. Ja? Das muss alles, so ein Baby, der Körper muss das machen. Und wenn wir uns da wagen einzugreifen, ja, dann werden die Kinder gehindert daran, diese Prozesse alle zu aktivieren. Und das nächste sind die Mutter-Kind-Bindungsprozesse. Die werde ich auch kurz erwähnen, damit ihr versteht, worum es hier geht. Und das Wichtigste aber, was passiert in der Schwangerschaft, im fünften Monat, das hast du schon erlebt wahrscheinlich, das ist der Moment, wo die Herzflamme, wir haben das ja heute schon mal gehört, der sogenannte Funken, das ist die sogenannte fünfte Kammer. Und in dieser kleinen fünften Kammer, da habe ich jetzt ein Bild für euch, da werden wir gleich mal anschauen, wir werden jetzt ein bisschen springen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich habe einen Freund, der ist Herzspezialist, der operiert regelmäßig am Herzen und hat mir bestätigt, es gibt diesen sogenannten Hotspot in der Wissenschaft. Das ist im linken Vorhof, da ist eine kleine Zelle, die ist ungefähr 2 mm groß. Das ist ein luftleerer Raum. Da ist eine hochkonzentrierte Ansammlung von Elektronen, von Licht. Und je höher euer Bewusstsein ist, desto mehr Licht habt ihr. Dafür sind wir angetreten hier. Und der größte Schmerz, den jeder von uns hier im Raum mit sich trägt, ist die Abtrennung von unserer eigenen Wirklichkeit. Wir sind alle mehr oder weniger auf der Suche nach diesem. So. Und die Kinder, die sind eins damit, wenn die auf die Welt kommen. Und das einzige Ziel ist, die Kinder da rauszureißen. Da ist ein bewusster Plan dahinter, ob ihr es glaubt oder nicht. Da geht es darum, die Menschen da rauszuholen. Damals, vor 2000 Jahren, könnt ihr euch vielleicht erinnern an die Geschichte mit Herodes, ja, der ist dann dahergegangen und hat über 10.000 Kinder ermorden lassen, weil sie wollten Jesus erwischen, die wollten den umbringen, weil sie wussten, da kommt eine große Seele, der hier auf die Welt bringt, nämlich die Liebe. Das war sein Plan. Und dann sind die hergegangen und haben die alle umgebracht. Und heute kann man nicht mehr hergehen und die Kinder einfach mal eben umbringen, sondern man bricht sie. Und wenn man weiß, wie das geht, das passiert natürlich an der Geburt, da, wo die Frau und das Kind am empfindlichsten ist, in der Geburtsphase. Und diese ganzen Interventionen, die laufen, ja, und eine der Krönungen ist der Kaiserschnitt.
Das ist einer der schlimmsten traumatischen Erlebnisse. Ich gehe jetzt da nicht drauf eingehen, was das für Auswirkungen hat, weil das ist nicht lustig, das wollt ihr nicht hören. Wie komme ich da wieder zurück? Ja, danke. Und bei diesen Bindungsprozessen, da geht es eins und allein darum, dass die Kinder ihr Gehirn und ihr Herz miteinander verbinden. Weil das sind Vorgänge, die müssen geschehen. Das sind biologische Vorgänge, das sind Zeitfenster. Und diese, ich habe die da zusammengestellt, da kann man über jeden einzelnen Sinn, das werdet ihr dann, wenn ihr mal ein Seminar besucht, gehen wir da in die Tiefe rein. Das ist total spannend, ja. Aber diese fünf Sinne, die dienen dazu, dass wir ja später lernen, ja, das, was Ricardo uns jetzt erzählt hat in dem Vortrag vorher, das wäre ja alles nicht möglich, wenn es keine Schule geben würde, dann könnten die Kinder das leben. Aber die Schule macht das kaputt. Und das Ziel bei den Mutter-Kind-Bindungsprozessen ist, dass diese fünf Sinne, die müssen bei jedem von uns im Gehirn verankert werden, und zwar im Stammhirn. Das ist der untere Teil vom Gehirn. Ja? Das ist der Teil, der hier hinten von der Wirbelsäule runtergeht ins Rückenmark. Das ist die Basis, das ist die Instinktwahrnehmung, da ist alles drin, Gefühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen. Und wenn die Kinder diese Mutter-Kind-Bindungsprozesse durchlaufen, dann werden diese fünf Sinne verankert im Gehirn, im Stammhirn. Und dann, und das ist ein Abenteuer, dann kommen die Kinder ins Fühlen, weil das über dem Stammhirn liegt das Mittelhirn. Ja? Da. Das ist der Teil, also der große Teil, der blaue, ist unser Neokortex. Und in der Mitte habt ihr das Mittelhirn, das ist die Welt der Gefühle, das ist das limbische System, und unten der ganze Teil aus den vier Teilen ist unser Stammhirn. Und die Geburt ist eigentlich dazu da, das ist der zentrale Akt, um in unserem Gehirn die fünf Sinne zu verankern. Da passiert natürlich viel mehr, ja, aber das ist der zentrale Akt. Warum? Wenn die fünf Sinne unten verankert sind, dann wird eine Verbindung hergestellt ins limbische System und die Kinder fangen an zu fühlen, von Anfang an. Die fühlen, darum geht es, das ist der Schlüssel. Das Fühlen ist, das, wir werden heute nicht mehr gefühlt. Die meisten von uns werden nicht mehr gefühlt. Unsere Kinder werden nicht mehr gefühlt, die Jugendlichen werden nicht mehr gefühlt, weil die Erwachsenen Mitgefühl verloren haben. Warum? Ja, kannst du mir ein bisschen Zeit geben? Ich muss erstmal meine E-Mails checken. Und das geht ja heute Durchschnitt bei Jugendlichen 6 Stunden. Handy, Smartphone, Erwachsene, überall. Diese ganze Digitalisierung macht unser Mitgefühl kaputt, unsere Empathiefähigkeit. Und das Grundprinzip des Menschen ist Kommunikation. Und zwar von Anfang an. Kinder sind darauf angewiesen, das hat Ricardo schon gesagt, den Mund der Mutter zu beobachten, die Augen der Mutter. Die müssen hören, was die Mutter sagt. Na? So, und das ist die Kommunikation, bringt von Anfang an eine Verbindung zum Gefühl. Und wenn die Kinder gefühlt werden, und das ist ja Magie, was bei der Geburt passiert, ja, dann wird im Neokortex, in dem oberen Teil, werden neuronale Felder gebaut, Millionen, Milliardenfach, damit die Kinder die Informationen, die auf sie einwirken, verarbeitet werden können. Fehlt aber einer der Sinne, der da unten nicht verankert ist, funktioniert diese Bildung der neuronalen Felder nicht. Und das sind dann die Kinder, die schlafen dann weg, was, und die wollen eigentlich gar nicht mehr hier sein. Die sind dann bis hin zum Extrem, zum frühen Kindstod, SIDS. Dann wundern sich die Mütter, warum die Kinder wieder gehen, ja, weil sie merken, hey, ich bin gar nicht willkommen hier, was soll ich hier? Und die verschwinden und glauben nicht, dass es nicht so ist. Diese hochsensiblen Kinder, die jetzt kommen, die sind total empfindlich. Die gehen dann wieder und bei der nächsten Gelegenheit kommen sie wieder. Das ist das Schöne an Reinkarnationen. Ihr müsst da gar keinen Stress haben mit. Lasst den Kindern ihre Zeit, ne, bei der Geburt. So, und wenn die Kinder das erleben dürfen, dann wird sofort eine Verbindung hergestellt zum Herzen und die ist unzerstörbar, wenn die Mutter-Kind-Bindung einmal durchlaufen darf. Ne? So, und dann passiert nämlich genau das, was wir uns alle wünschen, dass unser Herz wieder die Führung übernimmt. Die meisten von uns sind im Verstand gefangen. Und es gibt so ein paar schöne Worte aus den alten Schriften. Der Verstand ist der große Schlechter. Guckt euch die Welt an. Alles, was wir jetzt haben an Zerstörung, ist alles aus dem männlichen Intellekt hervorgesprungen. Weil der Verstand ist männlicher Intellekt. Das hat ja jede Frau in sich. Ja? Auch die Frauen haben männlichen Intellekt. Männer haben auch eine weibliche Intelligenz. Ne? Und es geht darum, die Balance wiederherzustellen zwischen männlichem Intellekt und zwischen weiblicher Intelligenz. Und wenn ihr
gesunder Menschenverstand, das kennt ihr alle, gesunder Menschenverstand ist, wenn euer Herz euer Gehirn führt. Und unsere Aufgabe ist, die Kinder von Anfang an da drin zu lassen, in dieser Kraft. Das ist die Magie der Geburt. Und wenn ihr einmal wirklich das innerlich durchdringt, was diese Geburt ausmacht, alleine das Zusammenspiel der Hormone, das ist eine Sinfonie, das kann man sich gar nicht anders vorstellen. Für mich war das auch ein Neuland. Ich habe zusammen mit einer Hebamme erarbeitet, was passiert da eigentlich, wenn diese Hormone, das sind 16 Hormone, die da zusammenwirken. Das ist wirklich wie eine Sinfonie. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr schon mal in einem Konzert wart, da fängt ein Dirigent an und der Dirigent ist Oxytocin, das ist Liebeshormon, das dirigiert, das steht da, und zwar das fetale Oxytocin vom Baby fängt an zu dirigieren. Das löst bei der Mutter das Oxytocin aus und alle anderen Hormone gehen dann miteinander, das ist wie ein Orchester. Und wenn ihr da eingreift, zum Beispiel mit einer künstlichen Hormongabe, dann ist es so, wie wenn plötzlich in dieses Orchester eine Fußballmannschaft da reinkommt. Und jeder von den Menschen, das sind 22 Spieler, die haben alle zwei Fußbälle in der Hand und die schmeißen ihre Fußbälle in das Orchester rein. Was glaubt ihr, was da passiert? Da ist Chaos. Und genau das Gleiche passiert im Körper einer Mutter, wenn der Arzt reinkommt, mitten in dieser wunderbaren Phase, wenn du gebären willst und du bist voll in deiner Atmosphäre und der kommt, mal reißt die Tür auf, ja, das machen die, ich habe das alles live erlebt, und frag dich nach deiner Versicherungsnummer, weil er vergessen hat, die aufzuschreiben. So, und was passiert? Das ist das Gleiche, was passiert, wenn die ihre Fußbälle da reinschmeißen ins Orchester. Ihr habt eine komplette Unterbrechung. Und ein gut eingespieltes Orchester braucht vielleicht 20 Minuten, um wieder in diese Musik, in diesen Flow reinzukommen. Bei der Geburt dauert es eine Stunde, bis der Hormoncocktail wieder in den Vorgang kommt, dass die Geburt weiterlaufen kann. Und diese Stunde nutzen die Ärzte, ich sage, ich will jetzt niemandem unterstellen, dass sie das bewusst machen, aber ich weiß, dass da bewusste Pläne hinterstecken, ich habe mich da mit der Forschung beschäftigt, die wissen genau, wie sie einen Geburtsstillstand provozieren und wie sie am Ende die Frauen dazu bringen, dass sie nach dem Kaiserschnitt schreien. Ja? Ihr müsst wissen, es gibt einen Notkaiserschnitt, der ist absolut notwendig, da können wir dankbar sein, dass es so weit gibt. Ich habe Frauen erlebt, die wären gestorben ohne Notkaiserschnitt, samt dem Kind. Es gibt aber einen gepushten Kaiserschnitt und es gibt Wunschkaiserschnitt. Das ist ja der neueste Trend. So nach dem Motto, ich habe keinen Bock auf Geburt, das ist mir alles zu anstrengend, das tut ja weh. Machen Sie einen Schnitt, komm, holen Sie das Baby da raus, da habe ich kein Problem, kann ich 2 Tage später nach Hause gehen. Und die meisten Frauen, die so denken, haben keine Vorstellung, was sie sich antun. Sich selbst traumatisieren und ihr Kind gleich mit. Und ich kann euch sagen, 100% der Frauen, die das gemacht haben, Wunschkaiserschnitt, haben es zu 100% bereut, dass sie es gemacht haben, weil sie nicht aufgeklärt worden sind, was das für dramatische Folgen hat. So. Das Wichtigste, was passiert, Kind muss auf die Brust der Mutter. Warum? Der braucht den Herzschlag. Und wenn das Kind den Herzschlag hört, wird das Hören verankert im Stammhirn. Das ist ein Mechanismus von der Natur, da könnt ihr nichts, habt ihr keinen Einfluss drauf. Das passiert einfach. Na? So, das Gleiche ist beim Sehen. Sobald die Kinder da liegen, brauchen die Augen der Mutter. Und da wird der Sehsinn verankert. Und zwar, das ist wie beim Fernglas. Ihr stellt die Scharfstellung ein, ihr stellt die Kurz- und Weitsichtigkeit. Ja? Und dann vor allen Dingen die Synchronverhalten von den Augen. Schaut euch doch an, wie viele Menschen laufen mit einer Brille rum. Ich habe auch eine, ja? Die ist hier irgendwo versteckt zum Lesen. Das ist eine ganze Industrie, die davon lebt. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass Gott sich überlegt hat, ja, wir wollen eigentlich, dass alle eine Brille tragen? Ist doch super, macht doch Sinn. Warum nicht gleich bei der Geburt? Das hat alles damit zu tun. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, das ist emotional, weil ich weiß, dass viele von euch tragen eine Brille. Ja, es ist so. Schaut euch das an, was ist da passiert? Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang. Ich will das niemandem unterstellen, dass das so ist, aber wir müssen das nachforschen bei euch selber. Ja? Also ich kann euch nur sagen, mein Trauma war nicht, damit ihr einfach versteht, was läuft. Ich hatte eine perfekte Geburt. Ich bin da rausgekommen und mein Kopf, und ich habe gelächelt mit voller Haarpracht. Meine Mutter war eine fröhliche und die hat mir die Freude mitgeliefert in mein Leben. Und davon lebe ich heute noch. Mein Drama fing an, weil ich durfte nicht in die Familie. Mein Opa ist Russe, mein Vater ist Amerikaner, ich bin vom Feinde gezeugt. Ja,
Und deswegen musste ich ein halbes Jahr im Krankenhaus bleiben und habe die Bude da zusammengeschrien. Und das ist heftig, kann ich mal sagen. Und ich habe 50 Jahre gebraucht, na sag mal, ich bin jetzt 60, 55 Jahre gebraucht, um zu sagen, dass ich heute diese ganzen Energien aus dem Körper raus habe. Diesen Schmerz und alles, was da dranhängt. Das gibt immer wieder mal so ein paar Restwärme, nenne ich das immer. Und wisst einfach, ihr könnt euer Trauma umwandeln. Ich würde hier nicht stehen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Und das Abenteuer dabei ist, ich habe es mir ausgesucht. Oh, das war die härteste Schulung, das kann ich euch sagen. Ich habe mir meine Geburt ja ausgesucht. Ja, das kannst du aber so nicht sagen, ey, die ganzen Trauma. Ja, manchmal ist es so. Manche Geburten sind ausgesucht und manche Kinder können nichts dafür. Die werden einfach dann da reingerissen. Das ist leider so. Ja? Da muss man individuell schauen. Jeder hat seine individuell traumatische Erfahrung. So, und ihr könnt euch helfen lassen. Es gibt für alles eine Lösung. Die Liebe heilt alles, egal was euch passiert ist. Und schaut euch, ich habe kriegstraumatische Kinder erlebt. Das ist unglaublich. Das wollt ihr alles gar nicht erfahren. Und die sind trotzdem noch spielerisch voll dabei. Die können das irgendwie kompensieren. Ja? Und da kommen starke Lebensströme rein, sage ich euch, die haben so viel Liebe, die haben so eine Kraft und wir müssen sie schützen. So, und dann haben wir das Nächste, ist das Fühlen. Klar, das passiert sowieso bei allen Sinnen, bei allen Kontakten wird das Fühlen verankert. Ja? Und dann kommt das Nächste, ist Schmecken und Riechen. Das passiert beim Stillen. Wenn die Kinder hier an der Brust liegen, dann riechen die den Körpergeruch von der Mutter und sie haben die Milch. Damit werden die Sinne Schmecken und Riechen verankert. Ja? Ich springe jetzt da nur ganz kurz rein, damit ihr einfach Verständnis habt. Und wenn das alles passiert ist, dann sind die Kinder, die Adrenalinproduktion wird runtergefahren und die Geburt ist zu Ende. Bumm. Die Kinder schlafen ein. Und wenn die Kinder eine Mutter-Kind-Bindung erlebt haben und die werden das erste Mal wach, dann werdet ihr gefordert als Mutter. Das spreche ich jetzt speziell zu dir, weil das sind die Kinder, die dann anfangen abzuräumen. Die wollen die Welt erobern. Und das machen sie als erstes in den ersten, da werden wir jetzt mal kurz diese Matrix anschauen. Wir haben jetzt noch 8 Minuten Zeit. Vielleicht habe ich auch 10, weil wir haben noch ein bisschen später angefangen. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Das sind 5 Geburten, die wir da durchlaufen. Und da spielt die Arbeit von Ricardo so eine wichtige Rolle. Die ganze Schule, die greift natürlich genau an irgendeinem Punkt da ein. So, was passiert denn? Die Zeugung, also die Schwangerschaft, bereitet die Sinne vor. Wir gehen jetzt mal von der perfekten Geburt aus. Ja? Die werden im Gehirn verankert, das Herz wird verbunden mit dem Hirn. Und dann geht ihr raus in die Welt und ihr braucht die ersten 8 bis 12 Monate, braucht ihr die Muttermatrix. Das ist der Kontakt, das habt ihr wahrscheinlich alle mehr oder weniger erlebt, die Kinder bekommen haben. Die Muttermatrix, da sind die Kinder zu 100% auf die Mutter fixiert. Und zwar auf die Augen. Sie brauchen die Augen der Mutter. Sie brauchen den Körperkontakt. Und zwar, um die Objektkonstanz zu entwickeln. Objektkonstanz bedeutet, dass wenn die Kinder rausgehen in die Welt, stellt euch vor, ihr lebt auf dem Bauernhof. Die ersten 8 bis 12 Monate werdet ihr vorbereitet, damit ihr diese Objektkonstanz entwickelt. Und die braucht ihr später, um die Dinge, die ihr anfasst, ob es die Möhre ist, der Autoreifen, die Fahrradspeiche, der Sand, der Dreck, was immer die Natur bietet. Auf dem Bauernhof ist es natürlich die besten Bedingungen, wo Kinder aufwachsen können. Ja? Das muss alles verarbeitet werden und dazu braucht es Objektkonstanz, braucht einen funktionierenden Sehsinn auf der Basis zum Kontakt zur Mutter. Und das dauert 8 bis 12 Monate und wenn die 12 Monate sozusagen auf der Basis von einer gesunden Mutter-Kind-Bindung gelaufen ist, dann gehen die raus in die Welt und dann geht es richtig rund. Da müsst ihr dann lebendig, das nennt man Lava, merkt euch das, Lava, ja, das kann man sich gut merken mit Feuer, lebendig, aufmerksam, wachsam und aktiv sein, das Kind und ihr, weil wenn, dann seid ihr wirklich gefordert als Mutter. Und wenn ihr das geschehen lasst, was glaubt ihr, was da abgeht? Die wollen die Welt erobern und ich will euch einen Film zeigen, wie das abläuft. Wo haben wir denn das? Ah nee, doch, jetzt mache ich erstmal, zeige euch den Film, wie eine natürliche Geburt einfach ablaufen kann. Ton? Gibt es einen Ton? Und achtet auf den Papa. Hört genau hin. Ist eine fast schmerzfreie Geburt.
Yes! It's a boy. Okay, und jetzt, nächster Film. Das ist, wenn die Kinder anfangen, die Welt zu erobern. Die Eltern haben doppeltes Gitter gespannt, ja, damit der da bloß nicht rüberklettert. Könnt ihr den Ton machen? Geht das? Achso, ich muss ja selber hier. Ja. Yeah. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Dahinter ist eine steile Treppe, ja, nur zur Information. Der würde die meisten Mütter, der würde die Nerven versagen, ja. So, und da geht es darum, dass wir den Kindern ihre Kompetenz lassen. Und das ist jetzt mein letztes Beispiel, was ich bringen werde, ist die Kompetenz. Das geht hier, wenn wir reden um Potenzial und Kompetenz. Stellt euch mal vor, die Kinder dürfen dadurch leben. Was glaubt ihr, was da passiert, wenn die diese Matrix, muss ich jetzt nochmal zurückgehen hier, wenn die diese Matrix alle durchlaufen, ja, wir gehen nochmal kurz rein, Kindheit 1 bis 7 ist die dritte, ist die Erdmatrix, das ist das, wo die Kinder die Welt erobern wollen. 7 Jahre müsst ihr da aufmerksam sein und Vertrauen. Ja, da bei diesem Baby da gerade müsst ihr Vertrauen haben, sonst seid ihr verloren. Wenn ihr da anfangt zu sagen, ey, da darfst du nicht rüber, dann habt ihr sofort das nächste Trauma gesetzt. Die Kinder wollen ihre Kompetenz leben. Und wo können sie das machen? Da, wo wir den meisten Stress haben. Die fordern uns raus, das sage ich euch. Ich bringe euch gleich eine Geschichte von der Geburt, da würden die meisten Mütter abdrehen, die meisten, der würde ja im OP landen, aber ich teile mit euch die Geschichte. Die vierte, und der Joseph Chilton Pierce, ist ja mein Favorit, der Wissenschaftler, der hat mich überhaupt dahin gebracht zu dem Thema Geburt, der hat gesagt, die meisten Kinder sind im Alter von 7 Jahren tot. Geistig tot, weil sie gebrochen sind, weil sie geimpft sind, was auch immer da passiert in den ersten 7 Jahren, weil die Eltern sie nicht gelassen haben. Und wir leben in einer Welt, wo Totes mehr wert ist als Lebendiges. Tote Wale, tote Bäume, tote Menschen, tote, da meine ich geistig tote Menschen, sind mehr wert als lebendige Menschen. Noch sind wir an dem Punkt. Wir gehen jetzt in eine Zeit rein, wo sich das komplett ändert. Ja, das ist die Transformation, die wird so massiv sein, wir werden alle noch richtig durchgenudelt. Warum? Wir müssen raus aus dem alten Schlamassel, und zwar schnell. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, unsere Kinder weiterhin diesem System zum Fraß vorzuwerfen. Ich nenne das so krass, wie es ist. Ja? Wenn ihr wüsstet, was in den Krankenhäusern läuft, das wollt ihr alles nicht wissen. Na? Du hast mir vorhin Sachen erzählt, die Hebamme, ja, das ist Hammer. 23.000 Euro pro Jahr für eine Hebamme an Versicherung. Das ist der Todesstoß für diese Berufsgruppe. Wer von euch kann sich das vorstellen? 2.000 Euro im Monat für Versicherung. Es ist unvorstellbar. Und das können wir nicht stoppen, indem wir sitzen und nichts tun. Da sind wir alle gefordert. Wir arbeiten an einem System, wo die Firmen die Versicherung übernehmen für die Hebammen, wir müssen Stiftungen gründen mit großen Unternehmen. Die großen Unternehmen haben Probleme, kompetente Menschen zu finden. Das wird immer schlimmer, deswegen gehe ich auf das Wort Kompetenz ein. Weil das liefert den Kindern Kompetenz, wenn sie durch diese Matrix durchlaufen. So, die vierte Matrix ist die Eigenmatrix. Das ist die Fähigkeit, wenn die Kinder die Welt entdeckt haben, anschließend sich selbst und ihre eigene Kraft zu entwickeln, mit dem, was sie gelernt haben, in die Welt rauszugehen. Und da kommt die Schule und sagt, Moment mal, nee, so geht es nicht. Du musst machen, was wir sagen, nicht was du willst. Da hören wir mal genau hin, was die zu sagen haben. Ja? Das ist nämlich wichtig, dass wir das hören. Hört da genau hin. Der Ricardo hat es gesagt, hört genau hin. Und hört auch bei ihm genau hin. Dieses neue Schulsystem schreit förmlich nach Manifestationen. Und zwar dringend. Na? So, und an dem Punkt sind die wenigsten Kinder in der Lage, das überhaupt noch zu leben.
Die meisten Kinder sind da an der Stelle gebrochen. Und was eigentlich die spannendste Matrix ist, ist die fünfte. Da gibt es vielleicht auf der Welt eine Handvoll, die im Alter von 11 bis 21 in der Lage sind, Geist-Gehirn-Matrix, das ist der Moment, wo die Kinder in der Lage sind, mit ihrem Geist aus dem Körper zu gehen und dann zu lernen, Zugang zu haben zum gesamten Wissen. Du brauchst da nichts mehr lernen. Das ist, was Ricardo, oder wer hat es vorher gesagt, einer von den Referenten. Ihr braucht da nichts mehr lernen. Ihr habt Zugriff zu allem, was ihr wollt. Das ist die Magie von den Kindern, was ihr gesehen habt, die ohne Augen sehen können. Und ihr müsst einfach nur wissen, das kann man auf allen fünf Sinnen machen. Und stellt euch mal vor, was das für eine Sinfonie gibt, wenn ihr auf 12 Sinnen, die wir haben, plötzlich so lernen könnt, dass niemand euch mehr da reinfuscht. Und ihr habt Zugriff zu allem. Da geht's hin. Das haben wir alle versäumt, mehr oder weniger. Das ist uns genommen worden. Wir können uns das mühevoll wieder erarbeiten. Ja? Aus dem Körper rauszugehen, im Tagesbewusstsein und dann irgendwo hinzureisen. Und da steht euch die Welt offen. Ihr müsst da nicht mehr, ja, physisch überall hin. Nein! Ich habe das zum Glück als Kind erleben dürfen. Ich war in der Lage, weil ich nicht hier sein wollte. Ich war ständig weg. Ich habe in der Schule gesessen am Tisch und war weg, habe geschlafen, mein Körper, ich bin irgendwo rumgeschwört im Schulhaus. Und wenn der Lehrer kam, hey, Frau Robert, aufwachen, dann baff, das ist wie beim Albtraum, du schießt dann zurück in den Körper. Und wusste in dem Moment nicht, wie es mir geschieht. Und das ist eine mühevolle Arbeit für mich gewesen, das wieder zum Leben zu erwecken. Das hat über 30 Jahre gedauert. Aber es funktioniert. Und jeder hat von euch die Fähigkeit, das zu tun. Und da fängt Heilung an. Wenn ihr euer Potenzial habt, nämlich eins zu sein mit der Herzflamme, ist die Voraussetzung, dass ihr das überhaupt könnt. Sonst würde euer Körper das nicht mitmachen. Ihr müsst angebunden sein an euer Herz. Und dann hat euer Gehirn kompletten Zugang. Das Gehirn ist eigentlich nur ein Sender und Empfänger für das ganze Wissen. Glaubt doch nicht, dass es beschränkt ist auf diesen Schädel hier. Wirklich. Und das ist die fünfte Matrix. Da geht es darum, dass die Kinder, und da sind wir weit entfernt von uns, den Kindern das zu ermöglichen. Und wenn die Schule irgendwann aufhört, das kann ich euch sagen, dann fängt das da unten an. Und dann kracht es im Gebälk, weil dann kommen diese ganzen Schüler und Kinder und Jugendlichen und die verändern dann wirklich die Welt, wo wir als Erwachsene uns noch gar nicht vorstellen können. So, und jetzt will ich euch noch ein Beispiel bringen zum Schluss, was heißt eigentlich Kompetenz? Und ich hab den Jalali kennengelernt, der war für mich einer der größten Geburtshelfer auf diesem Planet, der hat hochschwangeren Frauen, die sozusagen Spätgebärende waren, der war spezialisiert auf Spätgeburten, ne? Also alles über 40. Da geht ihr normalerweise, macht keine Hebamme, keine Krankenhaus, macht damit euch eine natürliche Geburt. Da werdet ihr fast immer zu 100% in den Kaiserschnitt getrieben. Und er hatte eine Familie, der hat ja sehr übers Gefühl gearbeitet. Da ging es darum, dass ihr lernt, mit den Kindern zu kommunizieren von Anfang an. Und da war eine Familie, da war alles top. Und in der, als die Wehen losgingen, hat der Junge den Fuß aus der Scheide rausgestreckt. Also der hinkt das Füßchen hier unten, ne? In der sechsten Stunde nach den Wehen. Und dann haben die gesagt, ja, das ist alles gut. Das habe ich kürzlich einer Hebamme erzählt, die sagt, ja, das ist ja unzulässig. Du musst den Fuß sofort reindrücken und dann das Kind helfen, umzudrehen. Aber der Jalali hat das nicht gemacht. Warum? Weil er wollte die Kompetenz des Kindes nicht unterwandern. Weil die Kinder kreieren ihre Geburt. Und wenn wir da eingreifen, dann unterwandern wir die Kompetenz des Kindes. Was ist passiert? In der 30. Stunde hinkt immer noch das Füßlein raus. Und die Hebamme, die hat immer mit dem Hörrohr am Fuß gehört, ob alles in Ordnung ist. Die waren top, da war nichts, alles in Ordnung. In der 60. Stunde war das immer noch so. Wir sind jetzt bei 2,5 Tagen. Der Fuß hing raus und die hatte Wehen, ja, die leichte Wehen, manchmal stärkere Wehen. Und die haben alle irgendwie sich gewundert, ja, was läuft denn jetzt? Und der Jalali hat eigentlich immer Nerven bewahrt, ja. Der war immer ruhig, da war die Ruhe selbst. Und seine Hebamme, die war ganz jung, 21 Jahre alt. In der 80. Stunde war das immer noch so. Und dann hat die Mutter irgendwann gefragt, sagen Sie mal, Herr Jalali, muss ich mir Sorgen machen? Nee, ist alles gut, perfekt, die Werte sind top, alles, Herzschlag super und da werden schon die meisten, da werden alle Hebammen werden ausgestiegen, alle, niemand wäre da durchgegangen. In der 84. Stunde hat die Frau aus dem Nichts einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil sie es nicht ausgehalten hat, sie konnte es nicht stehen. Und die Einzige, und der Jalali ist nicht mehr reingegangen in den Raum, der war fertig. Der hat gesagt, das war seine härteste Prüfung, die er jemals in seinem Leben hatte. Und er hatte eine Kaiserschnittrate von unter 1% in 40 Jahren. Der war eigentlich ein Meister, Geburtshelfer. Ja?
So, und dann in der 84. Stunde hatte die Nerven zusammen und die wollte, hat nach dem Kaiserschnitt geschrien, obwohl sie keine Schmerzen hatte, nichts, null, da war alles in Ordnung. Aber sie hat es nicht mehr ausgehalten. Versetzt euch in die Lage als Mutter, was würdet ihr tun? Die nächsten 6 Stunden war für den Jalali, der ist durch seine eigene Hölle gegangen. Er hat uns die Geschichte erzählt, da waren 100 Leute im Raum. Die Mutter saß auf dem Stuhl und der Kleine saß wie eine Galionsfigur bei ihr auf dem Schoß mit 2 Jahren und hat 4 Stunden zugehört, ohne zu mucksen, ohne zu schreien, weil er wusste, es ging um ihn. In der 90. Stunde hat der Kleine seinen Fuß reingezogen, hat sich umgedreht und ist in der 96. Stunde normal auf die Welt gekommen. Das ist Kompetenz, Leute. Und wenn ihr da eingegriffen hättet, und die Mutter hat später auch von ihrer Variante erzählt, sie hat gesagt, den Jungen, den konnte sie von Anfang an kaum handeln, weil der so eine Kraft hat. Der ist jetzt, war 2001, ja, der ist jetzt 22 Jahre alt. Das ist das pures Vertrauen ins Leben. Stellt euch mal vor, was das für ein... Und dieses Vertrauen kann euch niemand nehmen. Das ist in seinem Körper eingebrannt, weil man hat ihm seine Kompetenz gelassen. Später kam raus, das war die härteste Prüfung für Jalali, weil der Junge hat dann diese Haltung gehabt, das hat er heute noch im Leben. Na, wie sieht's aus? Was macht er als nächstes? Haltet das aus oder nicht? Soll ich meinen Fuß noch draußen lassen oder? So läuft das. Und da geht's hin, wieder ein Vertrauen zu entwickeln für unsere Kinder und da kommen Knaller rein, das kann ich euch sagen. Und ich habe kürzlich die Hebamme, die habe ich dieses Jahr wieder getroffen, nach 21 Jahren, die damals dabei war und ich habe ihr das erzählt, sag mal, kannst du dich erinnern an die Geschichte? Weil das war sie. Sie war die Einzige, die noch die Nerven behalten hat. Den Vater mussten sie rausschmeißen, der war fettig. Und dann hat die zu mir gesagt, ja, na klar kann ich mich an die Geburt erinnern. Aber das war noch harmlos, da gab es noch ganz andere Geschichten. Und da dachte ich, wow. So, das sind die Geschichten von Jalali, den haben sie übrigens gebrochen, der wurde massiv angegriffen, der durfte zum Schluss, hat seine Approbation verloren, den haben sie richtig fertig gemacht, der ist 2019 vorzeitig gegangen, weil sie ihn kaputt gemacht haben, ja? Obwohl es ein sehr starker, war ein Iraner. Seine Frau macht weiter und die Hebamme auch. Die sind immer noch dabei und halten das aufrecht, was der Mann getan hat. Ja? So. Fertig. Jetzt zeige ich euch zum Abschluss noch einen Film. Den müsst ihr sehen, der geht eine Minute 30. Au. Mein Lieblingsbild, kurz anschauen, komm, ich zeige dir den Weg. Darum geht's. Herz führt Gehirn. So, und wenn euch ein Kind umarmt, lasst niemals zuerst los. Merkt euch diesen Satz. Wenn euch ein Kind umarmt, lasst niemals zuerst los. Wartet, bis das Kind den Impuls gibt und dann lasst los. Das ist ein Schlussbild. Und jetzt kommt noch ein Film. Das ist in Hawaii ein offenes Becken mit Zugang zum offenen Meer und das, die holen, immer wenn die Frauen schwanger sind, kommen die Delfine und helfen bei der Geburt. Das ist Magie. Der löst jetzt die Spannung vom Bauch in der Mutter, damit das Kind entspannt rauskommt, ohne Schmerz und achtet auf die Gesichter der beiden, von Vater und Mutter. Okay, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich kann euch nur mitgeben auf dem Weg, zeugt Kinder, wenn ihr noch könnt. Nutzt die Gelegenheit und
sorgt dafür, dass die Geburt wieder in die Hände der Frauen kommt. Danke.